B1.4. Ermitteln Sie durch Rechnung in Flächeninhalt A der Drachenfähige ein B in C in DN in Abhängigkeit von X, in Abhängigkeit von Abszisse X der Punkte A ein. Und als Teilergebnis haben wir, die Länge von A in C in ist minus 0,25x² plus 0,5x plus 6. Okay, was müssen wir machen? Flächeninhalt berechnen. Was war Flächeninhalt A in B in C in der Drachenfähige in Abhängigkeit von X? Als erstes holen wir uns mal die Flächenformel vom Drachenviereck. Die finden wir in der Formelsammlung bei den besonderen Vielecken. Und da ist schon Flächeninhalt Drachenviereck. A ist gleich 1/2 mal E mal F. E ist die eine Diagonale und F ist die andere Diagonale. Also was ihr dafür braucht, sind die Diagonalen. Schauen wir uns immer nochmal an, wie liegen die Diagonalen drin. Hier, ich nehme wieder exemplarisch die A1, B1, C1. Ja, meine erste Diagonale liegt so drin, die ist parallel zur y-Achse. Das ist schon mal sehr gut, weil wenn eine Strecke parallel zur y-Achse liegt, gilt immer y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt und dadurch erhalten wir die Länge. Die zweite Diagonale ist dann die hier, die dnbn. Hier haben wir es ein bisschen einfacher, weil die ist schon festgegeben. Die ist nämlich 4 Längeneinheiten lang. Ja, aus der Aufgabe. Hier steht es ja drin, A in C beträgt 2 Längeneinheiten. Der Abstand von A in C zum Punkt B beträgt 2 Längeneinheiten. Also 2 nach rechts und 2 nach links gibt insgesamt 4. Das ist also problemlos möglich. Brauchen wir noch die A in C. Wie gesagt, y-Koordinate von oben minus y-Koordinate von unten. Oben liegt der Punkt C. Jetzt aber Achtung, nicht den C1 und A1 benutzen, sondern wir brauchen in Abhängigkeit von x. Wir brauchen also hier diese Punktkoordinaten. Der ist abhängig von x. Der da und der da. Diese Koordinaten brauchen wir und zwar nur die y-Koordinaten davon. Gut, können wir aufschreiben. A in C n. Ich benutze jetzt schon die neue Schreibweise, auch wenn hier dann die alte steht. So, das wäre die neue. Ist gleich y-Koordinate von oben. Oben liegt der Punkt C n minus y-Koordinate von unten. Unten liegt der A n. Setze ich C1 ein, das waren minus 0,5x plus 1 minus. Und jetzt Achtung, den kompletten A1 abziehen. Das heißt, hier brauche ich natürlich eine große Klammer. A1 hat als y-Koordinate 0,25x² minus x minus 5. Jawohl. Gut, fassen wir zusammen, was zusammengeht. Dann minus 0,5x plus 1, das schreibe ich ab. Zuerst löse ich die Minusklammer auf. Minus vor der Klammer bedeutet, jedes Vorzeichen hier in der Klammer einmal umdrehen. Ja, das geht auf alle drei Summanden in der Klammer. Also minus 0,25x² minus x wird zu plus x und minus 5 wird zu plus 5. Das noch vereinfachen und gleich sortieren. Ich fange hier an mit dem x², minus 0,25x². Dann haben wir minus x, minus 0,5x und plus x sind plus 0,5x und plus 1 plus 5 sind plus 6 und das ist genau hier unser Zwischenergebnis, das schon in der Aufgabe steht. Super, Flächeninhalt in Abhängigkeit von x ist gleich, jetzt die Flächenformel hernehmen, 0,5 mal, erste Diagonale nehmen wir hier gleich die ANCN, jetzt muss ich auf meinen Stift warten. So. Jawohl. Und als zweite Diagonale, da haben wir vorhin herausgefunden, die ist 4 Längeneinheiten lang. Also schreiben wir gleich hier, aber nicht plus, sondern natürlich mal. Mal die zweite Diagonale. So, vereinfachen. Ich würde erst empfehlen, die zwei Faktoren hier zu vereinfachen, 0,5 mal 4 und dann erst mit der Klammer auszurechnen. Ja, durch das Kommutativgesetz darf ich die vertauschen. 0,5 mal 4 sind 2. Schreibt es nochmal ausführlicher hin. Ja, der ganze Sums bleibt erstmal stehen. So, natürlich Klammer nicht vergessen. Und jetzt 2 mal minus 0,25x² sind minus 0,5x². 2 mal 0,5x sind 1x. Oder ja, schreiben wir 1x. So, und 2 mal 6 sind 12. Ja, haben wir unseren Flächeninhalt in Abhängigkeit von x. Wenn wir es noch mit Flächeneinheiten schreiben, hier oben noch mit Längeneinheiten, dann haben wir es auch mit Einheiten richtig. Gut, ja, Aufgabe demnach erledigt. Mehr ist nicht zu machen.